Morgen. Ja, guten Morgen. Servus aus Bullendorf, heute ist Samstag, der 28. Dezember. Heute endlich mal wieder trockenes, schönes, sonniges Wetter mit ausreichender Kälte, also ideal, um ein bisschen Großreine zu machen. Das heißt, wir misten jetzt groß, fahren Frischfutter auf den Futtertisch, machen den Hof sauber, machen Maschinen sauber. Da habe ich heute mal wieder meinen Helfer dabei, Juniorbauer. Mir langt jetzt schnell zusammen und machen jetzt die ganzen Arbeiten, die jetzt beim schlechten Wetter liegen geblieben sind. So, das waren jetzt ein paar Drohnenaufnahmen nach der Reparatur. Das Schöne war ja, die Drohne ist ja schon länger vorhanden bei uns, aber nach ca. 30 Minuten Flugzeit im Neuzustand habe ich es natürlich geschafft, das Ding frontal zum Totalschaden in den Wald reinzufliegen. Haben jetzt dann alle nötigen Teile bestellt, das ganze Ding umgebaut. Deswegen sieht man jetzt auch auf dem Bild so ein leichtes Schlieren und Schleier. Da ist momentan noch der Kameraschutz drauf. Den lasse ich jetzt auch drauf, weil das war teures Lehrgeld, was ich gezahlt habe. Ich will mich erstmal einarbeiten mit der Maschine und dann mache ich den Kameraschutz ab. Ich hoffe, man sieht trotzdem besser, was ich schneide einfach mal ein bisschen mit rein. Ne? Wir fahren jetzt mal wieder ein Silogollen auf den Futtertisch. Die Herrschaft wieder leer gefressen. Heu liegt schon drin. Das
Silo kommt jetzt, wunderbar. So, das schneiden wir gleich noch auf. So, dann wir kehren gerade die Reste vom Futtertisch zusammen, was so in der Fresse drin liegen bleibt, was sie eben nicht fressen. Und ich zeige es mal kurz. Wenn ich draußen in der Raufe fütter im Winter, habe ich ein Viertelballen Verlust. Das, was ich jetzt da in der Schaufel habe, ist der Verlust der letzten 8 Tage. Also wirklich bloß ganz grobes, holziges, strohiges Zeug. Holzteile, Tannenzapfen, Steine. Eben alles, was nicht wirklich nahrhaft ist und essbar ist. Aber sonst verwerten wir das Futter hier im Futtertischfütterung fast nahezu komplett. Also bin ich sehr zufrieden. Das ist mal sehr effektiv, nachdem wir jetzt nicht der größte Betrieb sind. So, das tun wir jetzt mit auf den Misthaufen und dann füttern wir frisch. Einen wunderschönen guten Morgen aus Pullendorf. Heute der letzte Tag des Jahres 2019, heute ist Silvester. Geht jetzt raus zum morgendlichen Kühlfüttern. Und weil es bei uns jetzt schön Minusgrade über Nacht gegeben hat und die letzten Tage auch schon, ist die Bodenoberfläche relativ gut durchgefroren. Das heißt, ich fahre jetzt heute dann auch gleich noch auf die Weiden und hole die Wasserfässer hoch, damit wir die jetzt auch im A-Winter festmachen und einmal general überholen, dass sie im nächsten Frühjahr einfach wieder raus müssen und funktionsbereit sind. Da werde ich jetzt dann mal die Drohne mitnehmen, mal schauen, wie die mit den Temperaturen ab kann, wie lang der Akku hält. Und ja, dann nehme ich euch da mal mit. Habe die Begleitheizung von unserer Wasserleitung ist an irgendeiner Stelle nicht weit genug isoliert und reagiert bei minus 3 Grad, als wären es minus 30 Grad. Jetzt kommt draußen aus der Tränke kochendes Wasser raus. Ein Teebeutel rein und sie warm Tee. Aber darauf stehen die Tierchen halt überhaupt nicht. Morgen. Ja, guten Morgen. Darauf stehen die Tierchen halt überhaupt nicht. Und deswegen müssen wir jetzt mal gucken, welcher Sensor von der Begleitheizung das ist. Und den isoliere ich dann einfach ein Stückchen stärker, dass er jetzt nicht gleich bei minus 3 Grad dementsprechend extrem hochdreht. Also es ist wirklich kochendes Wasser. Es ist fast schon unangenehm, die Hände reinzuhalten, also deswegen trinken sie es auch nicht. Gucken wir uns mal an. Jo, das Problem mit dem
Wasserbegleitheizkabel ist gelöst. War wie vermutet der Sensor oben über der Zwischentür zum Stall. Der hing scheinbar in der Zugluft und hat dann die Temperatur wesentlich niedriger abbekommen, als sie eigentlich ist. Wir hatten einen Nachtspitzenwert von minus 6 Grad. Das ist jetzt nicht sonderlich kalt für Winter. Und ja, jetzt passt es wieder. Jetzt kommt wieder normal temperiertes Wasser raus und wird nicht mehr gekocht. Ich meine, das ist ja aber eine Frage vom Stromverbrauch. Ich will nicht wissen, was das Ding die letzten zwei Nächte gezogen hat immer. Es war, als hätte es das aus dem Wasserkocher raus. Einen wunderschönen guten Morgen aus Pullendorf. Heute ist der 1. Januar, sprich Neujahr. Ich wünsche auf dem Weg all meinen Zuschauern ein gesegnetes, gutes und glückliches neues Jahr 2020. Wir selbst haben jede Menge für das Jahr geplant. Hoffen, dass wir das alles auch so umsetzen können, wie es geplant ist. Aber da werden wir zur gegebenen Zeit nochmal darüber informieren, was wir so alles treiben. Inzwischen haben wir richtig gut Frost mit minus 6, minus 7 Grad. Auch tagsüber wird es nicht mehr richtig warm, also hält sich das mit dem Schlamm jetzt wieder in Grenzen. Darüber sind wir sehr, sehr froh und super dankbar, weil es uns die Arbeit einfach erleichtert. Und für unsere Viecher ist es auch schöner, wenn sie im Trockenen. Eine trockene Kälte ist sehr viel schöner als dieses Nasskalte, auch für die mit den langen Fellen. Jo, hier beende ich das Video mal. Schaut, dass ich es heute Abend gleich noch fertig mache und hochlade. Mir Stunde Zeit nehmen. Und dann sehen wir uns beim nächsten ersten offiziellen 2020er Vlog. Bleibt uns in unserem Kanal gewogen. Wir freuen uns über jede Reaktion und wünsche euch einen schönen Neujahrstag und einen guten Start ins 2020. In diesem Sinne sage ich Servus und Ade.